Da ist der Rory McIlroy, den sehen wir hier in Italien, wo er gewonnen hat. Und da den Sergio Garcia in El Prat. Ja, es war ein Wahnsinnswochenende. Ich habe nach dem 17. Loch eben gehört, dass er auf der 18 noch das Bogey gemacht hat und somit waren wir wieder gleich. Dann auf der 18 noch probiert, ein Birdie zu machen, das ist dann das Paar geworden. Und als ich dann den Putt gelocht habe fürs Birdie, ist eigentlich alles sehr schnell gegangen. Ich war bloß schnell drinnen, habe die Scorekarte unterschrieben und so. Dann bin ich eigentlich gleich schon wieder aufs Car aufgesprungen und die Referees haben mich wieder zum Abschlag geführt und dann ist schon wieder weitergegangen. Und das war sicher ein großer Vorteil, weil er hat doch zwei Flights vor mir gespielt und hat dann eine größere Pause dazwischen gehabt. Und für mich war das einfach, ja, heute spiele ich 21 Löcher anstatt 18. Als er dann wirklich mit dem Loch reingeflogen ist, da war eine Last runtergefallen und das war ein sehr befreiendes Gefühl und es hat unheimlich Spaß gemacht, die ganze Menge zum Applaudieren haben. Das Spiel generell war sehr gut die Woche. Ich habe so gut wie, also ziemlich wenig Fehler gemacht, habe insgesamt einen Wasserball gehabt in der ganzen Woche, so mit einem Strafschlag, dort noch ein gutes Bogey gemacht und so gute Up and Downs für die Pars gemacht und ja, es hat eigentlich alles perfekt zusammengepasst. Und die Playoffs, das dritte Playoff ist einfacher als das erste Playoff? Naja, Routine ist das trotzdem nicht, weil es immer wieder was anderes ist, weil es doch Mann gegen Mann. Aber ich habe jetzt zwei Playoffs gewonnen, eins verloren und das ist mal eine super Statistik, würde ich sagen. Wir alle freuen uns. Angefangen von den Clubs, die haben uns schon einige E-Mails geschrieben und sind sehr happy darüber. Natürlich das ganze Team, das die letzte Zeit sehr gut gearbeitet hat, das ganze sportliche Team, der Niki Zitne und vor allem der Manuel, der hat, glaube ich, die größte Freude. Also, und mir persönlich keine größere Freude hätten es mir machen können, dass wir eigentlich noch nie eine Medaille gehabt haben und jetzt sind wir Europameister. Ja, unser großes ehrgeiziges Ziel im ÖGV sind Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. Das sind sehr ehrgeizige Ziele, Golf ist jetzt auch wieder olympisch. Wir haben auch dort unsere Ziele, Medaillen zu machen. Ich glaube, mit den vorhandenen Spielern, wir haben zwar wenig, sage ich immer, aber die sind sehr, sehr gut, wie man gesehen hat. Wir haben eine super Struktur mittlerweile, die ich weiterhin noch ausbauen möchte, aber wir haben hervorragende Trainer, hervorragende Coaches. Wir haben eine immer bessere Kommunikation, wie der Franz schon gesagt hat, mit den Clubs, mit den Landesverbänden. Und wie gesagt, wir wollen die Sportler in Österreich bis hinauf zu, sage ich jetzt einmal, erweiterter Weltspitze auf der European oder US Tour betreuen, ihnen eben diese Coaches, diesen Zugang zu diesen Coaches gewähren. Und wir, glaube ich, schauen, wie der Franz schon gesagt hat, wir haben fast jede Woche Erfolgsmeldungen jetzt. Das macht mich sehr glücklich, weil ich ja doch mit den meisten, so wie mit dir, sehr eng verbunden bin über die Wochen und Monate und Jahre. Ich weiß selber, wie das ist, wenn man selber spielt, und es geht manchmal nicht so, aber bei dir geht es heuer extrem gut, Manuel, also jetzt höre ich schon auf zum Reden und wie gesagt, alles Gute. Gut, danke. Ja.